einen wunderschönen guten Abend. Ich glaube, wir haben noch so ein paar Nachzügler, die wahrscheinlich direkt von der Demo hierher kommen. Natürlich sehr lobenswert. Wir warten noch ganz kurz. Aber ich nutze jetzt einfach schon mal die Zeit und begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Vortrag in unserer Reihe Tum et Freising mit einer weiteren spannenden Thema einer tollen Wissenschaftlerin. Bevor ich es wieder vergesse, ich vergesse nämlich grundsätzlich mich vorzustellen. Mein Name ist Sarah Leonhardt. Ich moderiere die Veranstaltungsreihe zusammen mit Philipp Benz, der sitzt auch hier vorne. Also wir wechseln uns immer ab, Sie kennen uns wahrscheinlich inzwischen schon. Und gemeinsam mit einem tollen Team, das sind die, die hier überall im Raum verteilt sind und dafür sorgen, dass quasi die Beleuchtung stimmt, der Ton stimmt und überhaupt alles aufgebaut ist und Sie wissen, dass wir hier sind. Ich freue mich ganz besonders, heute unsere Vortragende zu begrüßen, Professor Corinna David. Und eine der Sachen, die mir aufgefallen ist, als ich deinen Lebenslauf durchgestöbert habe, ist, du bist im gleichen Jahrgang geboren wie ich. Ich sage jetzt nicht, welcher es ist, aber es ist ein hervorragender Jahrgang. Genau. Corinna kam tatsächlich ganz aus dem Norden zu uns. Sie hat Lebensmittelchemie in Münster studiert. Und hat damals auch in Münster mit ihrer Promotion angefangen, ist dann aber während ihrer Promotion von Münster an die TU München gekommen. Hat hier dann fertig promoviert und ich vermute, die hat es dann im Süden doch sehr gut gefallen, hat dann beschlossen, ich mache gleich noch einen Postdoc danach. Und dann hat die TU München sie so gern gehabt und beschlossen, wir lassen sie nicht mehr gehen, sie muss gleich noch als Nachwuchsgruppenleiterin da bleiben. Auch noch spannend, also sie hat promoviert damals zu sensorisch aktiven Geschmacksstoffen von Spargel und Pfeffer. Ich habe gedacht, okay, ist jetzt nicht so das, was ich kombinieren würde. Ich bin aber auch keine besonders gute Köchin. Wahrscheinlich wird jeder hier sagen, ja klar, Spargel und Pfeffer gehört zusammen, also wenn man das richtig essen möchte. Ich denke, dazu wirst du uns später noch mehr erzählen. Im Anschluss, du hast es mal geschafft, während deiner Nachwuchsgruppenzeit für ein paar Monate nach Bangkok zu fliehen und quasi in Thailand zu forschen, bevor sie dann wieder hierher zurückgekommen ist und 2019 die Vertretung des Lehrstuhls von Präsident Hoffmann, also des Lehrstuhls für Lebensmittelchemie und molekulare Sensorik übernommen hat. Sie selbst hat aber auch die Arbeitsgruppe und die Professur für, jetzt wird es richtig spannend, funktionelle Phytometabolomik aufgebaut. Also wieder mal Metabolomik, haben wir schon öfters gehört. Ich denke, dazu wirst du uns auch mehr erzählen. Wie viele ist Corinna auch sehr aktiv in allen möglichen Organisationen? Was ich ganz spannend finde, ist, dass sie Mitglied des Forschungskreises für Ernährungschemie ist. Das ist nur einer. Ich nenne den jetzt mal, weil ich mir vorstellen könnte, dass hier einige sicher interessiert sind, was da passiert. Für mich klingt das sehr spannend. Ich würde gerne hören, was da so gesprochen wird. Vielleicht teilst du ja ein bisschen von den Informationen, die da ausgetauscht werden. Genau. Ich habe letztes Mal damit begonnen, nebst der Wissenschaftlerin auch mal so ein paar Fragen zu stellen, die quasi die Person hinter der Wissenschaftlerin vorstellen. Die habe ich jetzt auch Corinna gefragt. Und die erste Frage geht immer so ein bisschen, hat man denn eigentlich als Kind schon irgendwie erkannt, dass du irgendwann mal Sensorik von Geschmacksstoffen erforscht? Und das erste Spannende ist, was mir dabei auffällt, ist, dass irgendwie alle ihre Eltern fragen müssen. Und dass die Eltern immer die besten Informationen haben. Und bei ihr war es so, dass sie also ihre Mutter zum Beispiel begleitet hat ins Krankenhaus, ins Labor, weil sie es wahnsinnig faszinierend fand, dass man mit einfachen Messungen Krankheiten von Menschen bestimmen kann. Das waren so die ersten Anzeichen. Generell begeistert ist sie, Strukturen zu erkennen, zu erfassen und später dann vor allen Dingen auch, wie Stoffe, Moleküle wirken. Und sie sagte das so schön, wie sie wirken in Pflanzen. Erstmal, dann in Lebensmitteln, aber auch in uns. Also dieser ganze Weg von Substanzen und ihrer Wirkung. Und das konnte ich total nachvollziehen, wenn ich dann frage, warum forschst du überhaupt? Warum bist du denn gerne an der Uni? Sagte sie, es ist einfach die Freiheit, solche banalen, einfachen Fragen zu beantworten. Daran arbeiten zu dürfen mit engagierten Menschen, tollen Kollegen, vielen jungen Menschen, ideenreichen Menschen. Und da war noch was ganz Schönes, wenn ich frage dann immer so ein bisschen nach dem Ziel, nach dem Motto. Und wer von Ihnen das Interview mit Corinna heute Morgen im Bayerischen Rundfunk gehört hat, da hat sie ein ganz schönes Motto gebracht, und zwar, dass sie daran glaubt, dass man Lösungen findet, dass sie sehr optimistisch ist, auch im Hinblick auf die Zukunft. Und das Schöne war, sie sagte, auch wenn es mal nicht so gut schmeckt, dann finden wir schon eine Möglichkeit.
Und ich denke, das ist die perfekte Überleitung auf das Thema von heute Abend. Es geht um Klimawandel, es geht um Auswirkungen des Klimawandels auf den Geschmack von Nutzpflanzen. Und damit höre ich auf zu reden und übergebe an dich und freue mich auf den Vortrag. Ja, liebe Sarah, vielen herzlichen Dank für diese wirklich schönen einleitenden Worte. Auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu meinem Vortrag, in dem es heute um den Geschmack gehen soll und wie der Klimawandel einen Einfluss hat, gerade auf den Geschmack von den Nutzpflanzen, die genutzt werden hinterher zur Produktion von Lebensmitteln. Und es ist mir eine große Ehre, dass ich vorstellen darf, welche Ergebnisse wir bei uns an der Professur, meiner Professur für funktionelle Phytometabolomik und an dem Lehrstuhl von Thomas Hofmann, unserem Präsidenten, dem Lehrstuhl für Lebensmittelchemie und molekulare Sensorik in den letzten Jahren erforscht haben. Und wie Sarah schon schön gesagt hat, ich habe Lebensmittelchemie studiert. Das heißt, ich interessiere mich wirklich für alle Inhaltsstoffe in Lebensmitteln und den Pflanzen und welche Wirkung die haben. Und wenn ich als Lebensmittelchemikerin mir überlege, was sind die großen Herausforderungen, mit denen wir im Moment zu kämpfen haben und auch in Zukunft kämpfen zu haben, dann schließt sich für mich daraus sofort die Frage, woran mag ich forschen, wo mag ich helfen? Und gerade wenn es darum geht, wie sollen die Lebensmittel der Zukunft aussehen, müssen wir uns viel mit den Pflanzen beschäftigen. Ja? Wir brauchen ausreichend viele Pflanzen und, das ist mein Anliegen, wir brauchen nicht nur ausreichend viele Pflanzen, sondern ich möchte auch, dass die qualitativ hochwertige Lebensmittel hinterher ergeben und dass diese besonders gut schmecken. Und die Herausforderungen, mit denen wir uns jetzt schon stellen müssen und in Zukunft noch mehr auch beschäftigen müssen, ist zum einen die steigende Weltbevölkerung. Jeder von uns möchte natürlich auch in Zukunft satt werden, nicht nur hier, sondern auf allen Kontinenten. Und letzten Endes ist es so, dass in einigen Jahren bis 2050 bereits über 9,5 Milliarden Menschen erwartet werden auf diesem Planeten. Und jeder von denen möchte jeden Tag natürlich satt werden. Was dann passiert, wenn wir eine steigende Weltbevölkerung haben, weil die Fläche, die auf der Erde zur Verfügung steht, einfach begrenzt ist. Das heißt, wir müssen die Ernteerträge dauerhaft steigern, beziehungsweise andere Wege finden, um allesamt satt zu werden letzten Endes. Und gleichzeitig haben wir das Problem, und ich denke, das hat jeder von Ihnen schon mehrfach auch in der Presse verfolgen können, haben wir einfach den Klimawandel. Das heißt, wir haben neue Umwelteinflüsse, die auf die Pflanzen einwirken, die im Endeffekt Ernteverluste bedingen oder auch Qualitätsverluste. Und das, was wir dringend finden müssen, sind neue Sorten, neue Genotypen, um dauerhaft die im Endeffekt diese Genotypen, die resistent sind gegen verschiedene Umweltfaktoren und die trotzdem gleichzeitig noch gut schmecken, also einem hohen qualitativen Anspruch gerecht werden. Und gleichzeitig versuchen wir, das möchte ich heute nicht vorstellen, aber darauf noch mal kurz eingehen, wir nutzen nur ein Drittel der Pflanzen, die wir anbauen. Wir müssen Wege finden, wie wir die Seitenströme, das, was viele als Abfall nennen, wir in der Lebensmittelchemie nennen das Seitenströme, wie wir die nutzbar machen können dauerhaft, ja, für die Humanernährung. Und dann, wenn wir über die Lebensmittel der Zukunft reden, muss man sich angucken, was sind denn die Bedürfnisse der Verbraucher? Und das kennt jeder von Ihnen aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis. Jeder hat unterschiedliche Ansprüche an Lebensmittel. Die sind ganz individuell. Und wenn Sie daran denken, dass einige eine Paleo-Diät leben, andere sind Vegetarier, Veganer, die wünschen sich andere Lebensmittel als diejenigen, die Karnivor leben im Endeffekt hinterher. Ja. Und wenn wir schon darüber reden, dass wir neue Genotypen, neue Lebensmittel entwickeln wollen, muss man sich auch darüber Gedanken machen, dass 80% circa der Erkrankungen auch gerade hier in Deutschland zurückzuführen sind auf unsere Ernährung. Als Folgebedingung dafür, was wir jeden Tag im Endeffekt zu uns nehmen. Ja? Denn du bist, was du isst. Und meine Gruppe konzentriert sich insbesondere hier auf die vorderen Bereiche. Wir nutzen sogenannte Metabolomics-Arbeitstechniken. Das heißt, wir gucken, welche Inhaltsstoffe in der Pflanze tragen hinterher dazu bei, dass wir ein hochwertiges Lebensmittel überhaupt produzieren können und welche Einflüsse von außen
beeinflussen hinterher die Qualität von den Lebensmitteln. Und jeder von Ihnen hat sich in den letzten Jahren mit dem Klimawandel mit Sicherheit beschäftigt. Und jeder von Ihnen weiß, dass es schon Temperaturanstiege in verschiedenen Regionen gibt, dass wir andere Folgeerscheinungen haben, dass wir das Ozonloch haben, dass wir stärkere UV-Einstrahlungen haben. All diese Faktoren haben Einflüsse auf den Anbau von verschiedenen Nutzpflanzen, von einzelnen Sorten bzw. Genotypen und wie die darauf reagieren. Und das, was wir jetzt hier im Moment anbauen, kann sein, dass wir in 10 Jahren einen besseren Genotypen brauchen oder eine bessere Sorte, damit wir hohe Ernteerträge haben und gleichzeitig hohe qualitative Nahrungsmittel daraus produzieren können. Und wenn wir über den Klimawandel reden, dann gibt es Sekundärfolgen. Wir reden nicht nur davon, dass höhere Temperaturen sind, das heißt, die Pflanzen müssen mit höheren oder niedrigeren Temperaturen, je nach Region, im Endeffekt klarkommen. Wir reden dabei von den sogenannten abiotischen Faktoren. Wir reden von Flutungen, von trockenen Dürreperioden. Pflanzen sollten damit dauerhaft in gewissen Regionen klarkommen können, sodass wir die weiterhin für die Lebensmittelproduktion nutzen können. Gleichzeitig gibt es biotische Faktoren, die ansteigen. Das bedeutet, wenn es wesentlich feuchter ist, weil da eine Flutung war, dann wird induziert, dass verschiedene Pilze oder Bakterien besser wachsen. Auch die führen wieder zu Ernteverlusten und Qualitätsverlusten hinterher bei der Pflanze. Und natürlich, wenn unterschiedliche Bewässerungen da sind, wenn Trockenperioden da sind, hat das auch einen Einfluss auf unseren Boden. Und wenn die Bodenzusammensetzung sich unterscheidet, also die Mikroorganismen da drin oder der Wassergehalt anders ist, der Salzgehalt anders ist, dann verhält sich auch die Pflanze hinterher anders. Und last but not least, wir haben ja auch verschiedene Faktoren, die wir nutzen können. Es macht einen Unterschied, ob ich eine Pflanze behandelt habe, mit Pestiziden zum Beispiel, oder nicht. Weil die Pflanze ist ein ganz empfindliches System, was aus über 100.000 Inhaltsstoffen bestehen kann. Und die hat Abwehrmechanismen, das heißt, die Inhaltsstoffe können mal hoch oder runter reguliert werden, je nachdem, wie diese äußeren Einflüsse sind. Und wenn wir jetzt dauerhaft genügend Nahrungsmittel bzw. Nutzpflanzen der Zukunft züchten wollen, muss ich auch wissen, was ist denn die perfekte Sorte für die Zukunft? Dann muss ich verstehen, welchen Einfluss haben denn diese äußeren Bedingungen hinterher auf die Nutzpflanzen und auf die Qualität der Nutzpflanzen. Und in der Vergangenheit war es vornehmlich so, dass untersucht wurde oder dass neue Sorten versucht wurden zu finden, die resistent sind gegen Stress. Aber da wurde das Augenmerk noch nicht so stark darauf gelegt, dass diese Pflanzen auch gut schmecken, gut riechen, dass die gute technofunktionelle Eigenschaften haben. Das heißt, dass hinterher die Qualitäten bei der Produktion von den Lebensmitteln perfekt funktionieren. Und das ist meine Aufgabe, das auch immer wieder herauszutragen, dass wir da ansetzen müssen und dass wir genau da auch hinwollen. Denn wir wollen hinterher, dass zum Beispiel eine saftige Tomate nach Tomate riecht und schmeckt und nicht nach einem wässrigen Produkt, wenn man es so möchte, ja. Und was wir noch berücksichtigen ist, die Pflanze, wenn sie unterschiedliche Umweltfaktoren hat, ob sie resistent ist oder nicht resistent ist, dann wird ihr Abwehrmechanismus angekurbelt. Und immer wenn die Pflanze sich wehrt, werden unterschiedliche Inhaltsstoffe gebildet. Und wir kennen heutzutage schon über 150.000 verschiedene Inhaltsstoffe und wir kennen aber nur einen Bruchteil. Und wir versuchen herauszufinden, welche dieser Inhaltsstoffe sind an der Resistenz beteiligt, welche kann man nutzen, um das Wachstum zu induzieren, welche der Inhaltsstoffe sind an der Pflanzen-zu-Pflanzen-Kommunikation beteiligt, weil Pflanzen über Duftstoffe, die wir auch wahrnehmen, miteinander kommunizieren können. Wenn sie ihren Rasen zu Hause mähen, dann riechen sie das natürlich auch. Das ist, wie die Pflanzen untereinander miteinander kommunizieren können und wie ihre Immunantwort stimuliert wird. Und dann gucken wir uns, wenn unter Pflanzenstress neue Inhaltsstoffe gebildet werden, können auch gut schmeckende, gut riechende sein, welchen Einfluss haben die auf die Qualität unserer Lebensmittel?
Weil das, was in der Pflanze ist, ist das auch, was hinterher auf den Teller kommt. Und jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Wenn wir ein Lebensmittel erhitzen, dann haben Sie eine chemische Küche zu Hause. Die Inhaltsstoffe können nochmal miteinander reagieren und andere Folgeprodukte bilden. Wir nutzen immer die gleichen Techniken, um die hinterher zu charakterisieren und die Strukturen genauer aufzuklären. Und insbesondere, das ist unser Steckenpferdchen, interessieren wir uns dafür, was riecht und schmeckt denn genau, wenn wir ein Lebensmittel konsumieren. Und viele von Ihnen nennen das nur Geschmack. In der Forschung nennen wir das den Flavor-Eindruck. Also was riechen und schmecken wir in der Gesamtheit, wenn wir ein Lebensmittel konsumieren. Und last but not least, das möchte ich heute nicht vorstellen, gucken wir uns an, wenn wir solche Lebensmittel konsumieren, wie werden die denn hinterher bei uns im Körper verstoffwechselt? Und Dirk, du sitzt hier, wir gucken uns zum Beispiel mit dem Dirk Haller an, wie reagieren diese Inhaltsstoffe hinterher mit der Darmmikrobiota? Wie werden die weiter verstoffwechselt oder wie verändern sie die Zusammensetzung? Dass man hinterher auch sagen kann, die haben den und den Einfluss auch auf unseren Gesundheitszustand letzten Endes. Ich möchte aber jetzt hier vorne ein bisschen anfangen und insbesondere darauf eingehen, warum beschäftigen wir uns denn mit dem Flavor-Eindruck oder wie es allgemein im Deutschen heißt, mit dem Geschmack von Lebensmitteln. Und das ist eine Antwort, die könnte jeder von Ihnen schon sofort beantworten. Ja? Wenn Sie in den Supermarkt gehen und sich entscheiden, welches Lebensmittel Sie überhaupt kaufen, dann ist der Geschmack immer das erste Qualitätskriterium. Wenn Ihnen etwas nicht schmeckt, wenn etwas zu bitter ist, dann würden Sie das niemals wieder kaufen. Und das kommt auch in allen Befragungen der letzten Jahrzehnte heraus. Und ich habe Ihnen hier mal einen Ausschnitt aus einer Befragung aus den USA mitgebracht. Wenn Konsumierenden gefragt werden, was ist der Hauptgrund, warum du ein Lebensmittel kaufst und warum du es wieder kaufst, ist die erste Antwort neben dem Gesundheitsaspekt, dem Preis, ob es nachhaltig ist, immer der Geschmack. Wie riecht und schmeckt ein Lebensmittel? Und wie schon gesagt, ist es so, dass wir ein bisschen unterscheiden. Wir unterscheiden, wenn wir im deutschen Volksmund von Geschmack reden, dann reden wir Forscher von Flavor-Eindruck. Weil eigentlich haben wir den Aroma-Eindruck, den Geruch, der verursacht wird durch flüchtige Komponenten, die mit den Rezeptoren in der Nase, in der Regio Olfactoria interagieren können und dort Signale zum Gehirn abgeben können. Und das ist total faszinierend. Man braucht nur 220 flüchtige Komponente, um den Aromaeindruck von allen Lebensmitteln erklären zu können. Wir haben aber, und deshalb riecht alles unterschiedlich, wir haben aber über 380 Aromarezeptoren, die aktiviert werden können. Ein Inhaltsstoff kann ein Rezeptormolekül aktivieren oder mehrere. Und dann ist das Pattern komplett unterschiedlich. Das heißt, wenn zwei Lebensmittel die gleichen Aromastoffe in sich tragen, das kann manchmal der Fall sein, dann sind die Konzentrationen in den Lebensmitteln aber komplett unterschiedlich. Und dann riecht das eine nach Ananas und das andere nach Erdbeere hinterher. Und neben dem Geruch haben wir unsere fünf Basisgeschmacksarten, die jeder von Ihnen kennt. Das ist süß, das ist Umami, das ist würzig, das ist salzig, das ist sauer und das ist bitter. Das sehen Sie an den Grapefruits. Das kann hoffentlich jeder von Ihnen detektieren. Es gibt ein paar Krankheiten, die bedingen, dass man temporär oder auch dauerhaft nicht schmeckt, wie viele von uns während Corona gemerkt haben. Ja. Nichtsdestotrotz, warum schmecken wir jetzt alle unterschiedlich? Und das ist auch ganz einfach zu beantworten. Wir detektieren die Geschmacksstoffe mit den Geschmacksrezeptoren und Ionenkanälen, die in unserer Mundhöhle vornehmlich vorhanden sind. Und wir haben zum Beispiel 25 Bitterrezeptoren. Und wer von Ihnen mochte als Kind gerne Spinat? So wie ich. Das sind nicht viele wahrscheinlich. So, ich kann Ihnen sagen, Sie haben genauso wie ich auch nicht viele von dem Bitterrezeptor Nummer 38. Ja. Ich mag dafür diese Stevia-Produkte überhaupt nicht. Das ist für mich so schrecklich bitter. Das sind zwei andere Bitterrezeptoren, die dann aktiviert werden. Und das ist bei jedem von uns unterschiedlich. Jeder von uns hat unterschiedliche Mengen davon auf der Zunge und das macht auch den Unterschied aus, warum Ihre Kinder zum Beispiel oder Enkelkinder die Karotten nicht mögen, sie aber mögen.
Und dann kommt noch hinzu, dass im Laufe des Alterungsprozesses von uns Menschen die Anzahl der Rezeptoren pro Quadratzentimeter auf der Zunge abnimmt. Das ist der Grund dafür, dass ältere Menschen nachwürzen häufiger und jüngere wie Kleinkinder das ausspucken, weil es ihnen zu würzig ist schon. Ja? Und last but not least, das kennt auch jeder von Ihnen, neben den Basisgeschmacksstoffen können wir noch andere Sinneswahrnehmungen detektieren. Das sind sogenannte trigeminale Wahrnehmungen, das heißt Nervenenden in unserer Mundhöhle werden direkt aktiviert. Das kennen Sie zum Beispiel, jeder von Ihnen kennt scharf. Wenn Sie ein Kaugummi kauen, ist da meistens Menthol drin, dann ist das kühlend. Das ist, wenn Sie fettige Sachen, cremige Sachen konsumieren. Das ist aber auch Adstringenz. Das heißt, wenn Sie einen Rotwein trinken, dieses pelzige, aufrauende Gefühl, was Sie auf der Zunge haben, das nennt sich dann Adstringenz. Diese Sinneswahrnehmungen werden etwas anders vermittelt, aber sind wichtig für den Gesamt-Flavor-Eindruck von jedem Lebensmittel. Und ich habe Ihnen jetzt mal 4 Beispiele mitgebracht aus meiner Arbeitsgruppe, in denen wir dann geschaut haben, wie diese unterschiedlichen Stressfaktoren, die insbesondere durch den Klimawandel verursacht werden, sich auf den Geschmack von diesen Lebensmitteln auswirken und wie wir da überhaupt hingekommen sind, dass wir uns überhaupt damit beschäftigt haben. Und da möchte ich zunächst auf die Kartoffeln eingehen. Ich gehe davon aus, jeder von Ihnen isst regelmäßig Kartoffeln, mit 1-2 Ausnahmen hier vielleicht. Was viele von Ihnen aber nicht wissen, häufig werden auch Kartoffelballaststoffe eingesetzt in verschiedenen Lebensmitteln. Und wir hatten ein großes Projekt hier bei uns am Campus, das hieß Enable. Und das kennen viele vielleicht von Ihnen noch durch diese blauen Tatzen, die mal bis zum Campus geführt haben von der Innenstadt. Und dann gab es auch Tag der offenen Türen, wo viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch verschiedene Projekte vorgestellt haben. Und ein Ziel war es, Ballaststoffe in der Ernährung und gerade in Fertigprodukten wie Pizzen oder Burger anzureichern. Warum haben wir das überhaupt angestrebt innerhalb dieses großen Konsortiums? Letzten Endes ist es so, dass heutzutage der Ballaststoffgehalt in Lebensmitteln, die wir konsumieren, häufig zu niedrig ist. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt aus, dass man eigentlich 30 Gramm pro Tag mindestens konsumieren sollte. Der Durchschnittsstudierende bei uns, der gerade von zu Hause ausgezogen ist und sich viel von Fastfood zum Beispiel ernährt, ist durchschnittlich bei maximal 10 bis 15 Gramm pro Tag. Das ist viel, viel zu niedrig. Und welche Einflüsse hat das hinterher? Letzten Endes gibt es verschiedene Folgeerkrankungen, die darauf zurückzuführen sind bei uns im Menschen, dass die Ballaststoffgehalte einfach zu gering sind und der Konsum davon. Schlaganfall, Herzinfarkt, Übergewicht und verschiedene Darmerkrankungen wie das Reizdarmsyndrom oder Darmkrebs sind durchaus mit zurückzuführen auf einen zu niedrigen Ballaststoffgehalt. Und wenn man die Ballaststoffe in dem Lebensmittel anreichern möchte, dann müssen die gut schmecken. Das war aber nicht der Fall. Und das hat die Tara Daggen bei mir in der Gruppe analysiert. Die hat mal käuflich erwerbliche Ballaststoffe wie Kartoffel, Weizen oder Haferballaststoffe genommen und ein sensorisch geschultes Panel gefragt, wie bewertet ihr denn die Bitterkeit und die Adstringenz auf einer Skala von 0, nicht detektierbar, bis 5 stark detektierbar. Und dann mögen Sie jetzt sagen, das sind noch recht geringe Gehalte, Intensitäten, die gewertet wurden, aber nichtsdestotrotz, Kartoffel, Weizen und Haferballaststoffe haben sehr bitter geschmeckt. Und zwar langanhaltend so, dass sich insbesondere die Supertaster sind, die viele von den Rezeptoren haben, die sensitiv sind für die Bitterstoffe in diesen Ballaststoffen, die sofort ausgespuckt haben und gesagt haben, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, sowas zu essen. Und das sind auch die Konsumierenden, die hinterher die Pizza nicht kaufen, wenn man so möchte. Ja. Und was wir immer nutzen, um herauszufinden, wie riecht und schmeckt ein Lebensmittel, ist dieses sogenannte Sensomics-Konzept. Das ist ein Konzept, was hier in München vornehmlich mitentwickelt wurde. Und was wir nutzen, sind sogenannte aktivitätsorientierte Fraktionierung. Das hört sich ganz verrückt an, ist es nicht. Ein Lebensmittel wie die Ballaststoffe
besteht aus über 10.000 Inhaltsstoffen, manchmal sogar aus 100.000 Inhaltsstoffen. Um jetzt zu sagen, welche davon bitter schmecken, und meistens, Kaffee ist das komplexeste Getränk, wo die meisten Bitterstoffe drin sind, wie wir bisher wissen, da sind es über 40, die man kennt. Ansonsten sind das manchmal nur 5, 6 Bitterstoffe pro Lebensmittel. Ja? Das heißt, wir müssen rausfiltern, welche von diesen 100.000 schmecken bitter. Und wir koppeln im Endeffekt Fraktionierungstechniken, wo ich runterbrechen kann von 100.000 in Einheiten bis 1.000, bis 500, bis zu einzelnen Substanzen. Und wir koppeln das mit unserer Nase und mit unserer Zunge und können dann hinterher sagen, in der einen Subfraktion befinden sich die Bitterstoffe. Und dann ist interessant, was ist das für ein Inhaltsstoff? Das charakterisieren wir, das ist wie eine Kombination aus einem Puzzle und einem Sudoku. Wir wollen hinterher wissen, wie sieht die Struktur im Raum von diesen jeweiligen Inhaltsstoffen aus. Denn nur wenn ich die habe, kann ich auch herausfinden, wie viel davon ist drin. Denn die Menge macht das Gift. Ich will hinterher wissen, ist das wirklich bitter? Es kann sein, dass in einer Karotte zum Beispiel, das zeige ich Ihnen nachher, wir haben 16 Bitterstoffe gefunden. Oder hier in den Kartoffelballaststoffen waren es 12. Aber es kann sein, dass noch andere Bitterstoffe vorhanden sind, die sind aber in so geringen Konzentrationen nur drin, in so geringen Mengen, dass wir die mit der Zunge nicht mehr wahrnehmen können. Also ist entscheidend, wie viel davon ist drin. Und dann können wir einen chemischen Cocktail herstellen. Da kommen alle Geschmacksstoffe in ihren natürlichen Konzentrationen zueinander rein, genauso wie die Aromastoffe. Und wenn Sie alle nicht mehr unterscheiden können, das war ein jetzt rein chemischer Cocktail und das war mein Lebensmittel und ich kann keinen Unterschied mehr feststellen, dann haben wir einen super Job gemacht. Dann haben wir alle Aroma- und Geschmacksstoffe auch wirklich aufgeklärt und charakterisiert und die perfekten Mengen bestimmt. Und dann wird es spannend. Wir können dann diese sogenannten Quantifizierungsmethoden, mit denen ich gucken kann, wie kann ich Gehalte an- oder abreichern, nutzen. Und das macht man. Man geht hin und guckt, wie kann ich die Technologie optimieren, dass ich Verfahren finde, um die abzureichern. Es kostet aber immer Geld, das will man nicht. Und das, was wir vornehmlich nutzen, wir gehen in die Pflanze rein. Wir gucken, wann werden diese Bitterstoffe oder Geschmacksstoffe gebildet, wie viel davon werden gebildet und was ist die perfekte Sorte, die nicht bitter schmeckt, aber dafür zum Beispiel süß oder Umami oder das, was wir gerade haben möchten. Und ich zeige Ihnen das mal einmal, wie wir da vorgehen anhand von diesen Kartoffelballaststoffen. Die Tara hat die Kartoffelballaststoffe genommen und mit Lösungsmitteln unterschiedlicher Polarität extrahiert. Das heißt, ich kann super polare Inhaltsstoffe, die gut schon in Wasser löslich sind, sind so zum Beispiel Bierinhaltsstoffe, damit lösen und ganz unpolare, was zum Beispiel Fettkomponenten sein könnten. Das wissen Sie selber, Fett mischt sich nicht mit Wasser, das kann ich dann mit unpolaren Lösungsmitteln lösen. Und natürlich verkosten wir keine Lösungsmittel, die sind alle toxisch, wir entfernen die und haben Rückstand und lösen die einfach in normalem trinkbarem Wasser, in Evian, um ehrlich zu sein. Und dann werden die Panelisten gefragt, in welcher dieser Subfraktionen könnt ihr die Bitterkeit detektieren? Und das waren in Fraktionen B und C. Wir haben diese Subfraktionierung, also die Aufteilung in verschiedene einzelne Inhaltsstoffe, so lange gemacht, bis wir einzelne Stoffe, hier als Peak abgebildet in einem Chromatogramm, wirklich lokalisieren können. Und wie man an diesen Geschmacksverdünnungsfaktoren hier sehen kann, an diesem Balken, hier findet man geschmacksaktive Komponenten. Und dann gibt es solcherlei Peaks, wie hier dargestellt, die einen hohen Geschmacksverdünnungsfaktor haben. Die sind potenter als andere Fraktionen, wo nichts drin ist. Das ist ein klassisches Lokalisierungstool, um sagen zu können, da finde ich meine geschmacksaktive Komponente. Und dann kann ich meine Strukturaufklärung oder die Charakterisierung der Moleküle, die da drin sind, auf diese Fraktionen hinterher fokussieren. Und was wir nutzen, und das hat der Matthias Wilhelm hier beim letzten Mal vorgestellt, wir gucken uns an, wie schwer ist dieses Molekül. Also was ist das für eine Verbindung? Und dann kriegen wir ein Gewicht, eine sogenannte exakte Masse und eine Zusammensetzung der Atome. Mehr nicht. Da weiß ich noch nicht, wie so eine Struktur eigentlich hinterher aussieht, die ich hier schon abgebildet habe. Was wir dann nutzen, sind NMR-spektroskopische Analytiken. Das ist nichts anderes, als wenn Sie vom Arzt einen CD in die Röhre kommen
und dann wird ihr Körper durchleuchtet, so machen wir das auf Molekülebene. Und das sieht hinterher aus wie eine Mischung aus einem Puzzle und einem Sudoku. Das macht total viel Spaß, das ist unser Daily Business. Wir gucken hinterher, wie sieht die räumliche Struktur aus, weil wir sehen können, wie diese Atome welche Nachbarn sehen können, wenn man es so möchte. Ja? Wenn sie zu ihrem Nachbarn gehen, an der Tür klingeln, dann würden wir das so darstellen können. Und durch diese Nachbarschaftsbeziehung weiß ich hinterher, wie sieht mein Molekül im Raum aus. Und wir haben das für diese Kartoffelballaststoffe gemacht und haben Glykoalkaloide gefunden. Und Glykoalkaloide kennen viele von Ihnen, das sind die toxischen Inhaltsstoffe in Kartoffeln. Das ist der Grund, warum man Kartoffeln kochen muss, damit die ausgeschwemmt werden. Ja? Und obwohl es eigentlich heutzutage sehr viele Sorten gibt, die auf dem Markt sind, die wirklich geringe Mengen an den Glykoalkaloiden haben, fanden wir die hier in diesen Ballaststoffen angereichert vor. Und wir haben verschiedene Fettsäure-Oxidationsprodukte gefunden, die entstehen, wenn etwas ranzig wird, wenn Fett ranzig wird. Das können Sie riechen und schmecken, wenn das Sonnenblumenöl bei Ihnen zu lange gelagert wurde, das schon etwas älter ist, das MAD schon lange abgelaufen ist, dann wird das bitter und es riecht auch grasig grün. Und solche Komponenten konnten wir hier auch finden. Und dann ging es für uns darum, was mache ich denn jetzt, dass die nicht gebildet werden und warum werden die denn von der Pflanze gebildet und welche Sorten bilden die nicht? Und dann haben wir zunächst geguckt, in welchen Konzentrationen, also in welchen Gehalten werden diese Bitterstoffe überhaupt gebildet. Denn nur wenn die Konzentrationen, und die sind hier als bunte Linien dargestellt, höher sind als die Konzentration, ab der ich etwas schmecken kann, ist das auch ein Hauptbitterstoff hinterher. Und für die Glykoalkaloide und für einige dieser Fettsäure-Oxidationsprodukte war genau das der Fall. Und dann war wirklich die große Frage, wie kann ich jetzt deren Gehalte runterkriegen? Also wie kann ich vermeiden, dass die überhaupt hinterher in diesen Kartoffelfasern vorliegen? Und wir haben mal geguckt in der Literatur, was ist denn schon mal beschrieben worden? Wann werden die denn gebildet? Sowohl Lipid-Peroxidationsprodukte, diese Fettsäureabbauprodukte, wenn etwas ranzig wird, als auch diese Glykoalkaloide. Und wir haben gesehen, dass bei Pflanzenstress, bei gestressten Kartoffeln, die vornehmlich gebildet werden. Und jeder von Ihnen kennt bestimmt die Kartoffelfäule. Die hat auch hier in Freising geherrscht. Mancher von Ihnen kann keine Kartoffeln im Garten anbauen, weil immer noch die Kartoffelfäule im Boden vorhanden ist. Das war der Hauptgrund, weshalb ein Großteil der irischen Bevölkerung in die USA ausgewandert ist. Und ich habe gedacht, das wäre schon komplett im Griff. Darum brauchen wir uns gar nicht mehr kümmern. Dem ist aber nicht so. Auch heute geht noch ein sehr, sehr hoher wirtschaftlicher Verlust auf diese sogenannten Phytophthora-Infektionen zurück, auf die Kartoffelfäule. Und wenn wir darüber reden, dass wir neue Sorten finden, die möglichst geringe Gehalte haben von auch gerade diesen toxischen Glykoalkaloiden, die Stressoren wie solcherlei Oomyceten oder Pilze, die sind nicht doof. Die adaptieren sich an die Pflanze. Ja? Das heißt, wir brauchen auch in Zukunft immer neue Sorten, damit wir wohlig schmeckende Sorten haben, die geringe Gehalte auch an solchen toxischen Inhaltsstoffen haben. Was der Sebastian Bauer bei mir in der Gruppe gemacht hat, in einer sehr schönen Kooperation zusammen mit dem Lehrstuhl von dem Ralf Hückelhoven und mit dem Hans Hausladen, der hier in Dürners draußen das Gewächshaus leitet. Wir haben mal unterschiedliche Kartoffelsorten genommen und Genotypen und geguckt, wie verhalten die sich denn jetzt in Bezug auf den Stress und gerade auf diesen Phytophthora-Stress. Man sieht sehr schön, die haben sich alle je nach Sorte unterschiedlich verhalten. Und wenn man genauer reingeht mit diesen sogenannten Metabolomics-Arbeitstechniken, jeder Punkt hier steht für eine Verbindung. Und für zwei Sorten kann man hier im Vergleich mal sehen, dass man in den Knollen, wenn sie Phytophthora infiziert war, ganz viele Inhaltsstoffe findet, die in größeren Mengen da sind. Und die haben wir aufgeklärt. Und wir, um jeden dieser Punkte aufklären zu können, haben wir solcherlei Fraktionierungstechniken genommen und geguckt, in welcher dieser Subfraktionen sind diese Komponenten drin, haben wieder unsere Kombination aus Puzzle und Sudoku genommen, um die exakten Strukturen zu charakterisieren und sind dann, ehrlich gesagt, ziemlich erschrocken, weil
wir haben neue Glykoalkaloide gefunden. Die werden vom BfR gar nicht, also vom Bundesinstitut für Risikobewertung, derzeit berücksichtigt. Die werden gar nicht mitgemessen, wenn es darum geht, ob eine neue Sorte toxisch ist oder nicht. Unter Stress werden neue toxische Komponenten gebildet. Wir haben aber auch gefunden, und das kann ich Ihnen gleich noch zeigen, dass andere Inhaltsstoffe wie solcherlei sogenannten Saponine gebildet werden, die super sind, weil die die Resistenz hochsetzen von den Kartoffeln und nicht toxisch sind für uns Menschen. Und wir haben gesehen, dass diese Fettverderbsinhaltsstoffe auch gebildet wurden. Und was wir dann in der Kooperation mit dem Professor Hückelhoven und mit dem Tobias Fromme hier bei uns am Ziel gemessen haben, ist, wir wollten wissen, wie aktiv sind die jetzt gegen Phytophthora und sind die toxisch für uns Menschen? Weil wenn ich hinterher eine Sorte auswähle, die diese neuen Metabolite hat oder nicht hat, muss ich ja erstmal wissen, sind die toxisch oder nicht und wirken die auch gegen diesen Oomycetenbefall. Und das war super, weil wir die Saponine gefunden haben, die nicht toxisch waren und gleichzeitig super potent gegen Phytophthora waren. Das heißt, das sind neue Marker, die man nutzen kann zur Züchtung. Und gleichzeitig konnten wir auch zeigen, dass wir neue toxische Inhaltsstoffe gefunden haben, die noch nie in der Literatur beschrieben waren. Diese Fettoxidationsprodukte waren jetzt nicht toxisch in den Konzentrationen, wie sie vorkommen in diesen gestressten Kartoffeln. Wir sind dann hingegangen, haben mal ein bisschen geguckt, wo finden wir die wieder? Wir haben auch diese neuen toxischen Glykoalkaloide in den Fasern gefunden. Das war überraschend für uns. Und wir haben dann uns gefragt, wie können wir das abreichern? Eine Möglichkeit ist klassisches Schälen. Mit dem Schälen kann ich die Gehalte schon ein bisschen runtersetzen. Aber jeder Arbeitsschritt kostet Geld. Und wir sind hingegangen und haben verschiedene Sorten uns angeguckt, Kartoffelsorten, und wir haben positive Hits gefunden. Wir haben Sorten gefunden, die haben geringe Gehalte von diesen Glykoalkaloiden. Und die werden jetzt eingesetzt zur Herstellung von diesen Kartoffelballaststoffen. Deshalb hatte ich auch gesagt, ich bin total positiv, wenn wir wissen, wie werden solcherlei Bitterstoffe gebildet? Welche Umweltfaktoren bilden sie? Dann kann ich neue Sorte finden, die sich an die Umwelt adaptieren und dass die Lebensmittel, die daraus produziert werden, auch hinterher trotzdem gut schmecken. Und das würde ich Ihnen gerne noch an zwei weiteren Beispielen zeigen. Und das erste ist mein Lieblingsbeispiel, das sind die Karotten. Und die meisten von Ihnen würden sagen, Karotten schmecken nicht bitter. Und es gab aber einen großen Call vom Bundesministerium für Bildung und Forschung vor circa 15 Jahren, dass Kleinkinder aufgehört haben, diese Karottenpürees zu essen, weil die sind viel, viel sensitiver für Bitterkeit. Ja? Und die Arbeitsgruppe von unserem Präsidenten, von Thomas Hofmann, der Ludger Schmiech, hat herausgefunden, diese 16 Bitterstoffe in Karotten können in Karottenpürees dazu führen, dass Kleinkinder diesen Karottenpüree wieder ausspucken. Auch wenn sie denken, es schmeckt gar nicht bitter. Ja? Für die ist das wirklich super bitter. Dann war die große Frage, wann und wie werden die gebildet? Und da sind wir zugegangen auf das Julius-Kühn-Institut in Quedlinburg, weil die ganz viele Karotten züchten und die neuen Karottensorten auch analysieren und Kreuzungen im Endeffekt herstellen, die finden heraus, was sind die Karotten der Zukunft. Und dann haben wir uns überlegt, was ist der größte Stressfaktor für Karotten in Deutschland? Und da kommen wir auch wieder auf den Klimawandel zurück. Wasserstress. Zu viel Wasser, zu wenig Wasser. Und was wir zusammen mit der Gruppe von Thomas Notnagel am Julius-Kühn-Institut gemacht haben, ist, wir haben auf einem Feld unterschiedliche Karottensorten angepflanzt und die unterschiedlich bewässert. Die wurden normal bewässert, die wurden zu wenig bewässert und die wurden zu viel bewässert. Und dann haben wir mal geguckt, werden diese Bitterstoffe dann gebildet? Und ja, sie werden dann gebildet, abhängig von der jeweiligen Sorte. Also es gibt Sorten, wo diese Bitterstoffe in wirklich hohen Konzentrationen vorkommen, wenn sie zum Beispiel zu viel Wasser haben, wenn sie nasse Füßchen hätten, wenn man so möchte. Ja. Wichtig dabei ist, das ist von der Sorte abhängig und wir haben halt eben immer geguckt, alle 16 Inhaltsstoffe können pro verschiedener Sorte
mal in so hohen Konzentrationen vorliegen, dass sie über den Schwellenwerten, also der Konzentration, an der man sie überhaupt schmecken kann, vorliegen. Und dann sind wir hingegangen und dann war natürlich die Frage, gibt es denn auch Sorten, die ich in einer trockenen Periode anbauen kann oder in nassen Gegenden? Ja, gibt es. Die muss man nur nehmen. Das sind neue Kreuzungen und das sind die Sorten, die man hoffentlich, die wir beim Bundessortenamt irgendwann anmelden können und dann demnächst nutzen können, sodass im Endeffekt die Karottenpürees für die Kleinkinder nicht mehr bitter schmecken. Aber auch hier gab es wieder eine Lösung. Es gab Sorten, die im Endeffekt gut schmecken, auch wenn sie Stress ausgesetzt waren. Jetzt habe ich ganz viel über Geschmacksstoffe geredet, über nicht flüchtige Verbindungen, die mit den Rezeptoren auf der Zunge interagieren und die durch Umwelteinflüsse gebildet werden. Jetzt möchte ich noch ein bisschen auf unsere Nase eingehen, auf die Aromastoffe. Also es gibt verschiedene Studien, da wird Stress sogar genutzt. In China, man kann extrem teure Teeblätter kaufen, da wird der grüne Grashüpfer sogar auf dem Feld ausgebracht, der sticht die Blätter an und dann werden zitrusartige Aromen stärker gebildet, biosynthetisiert von der Pflanze und dann haben wir einen anderen Aromaeindruck. Das kann ich sogar nutzen. Es muss nicht immer nur schlecht sein, wenn etwas gestresst ist. Nichtsdestotrotz, ein großes Problem, Minze kennen die meisten von Ihnen aus dem Mojito und wenigen von Ihnen ist wahrscheinlich bekannt, dass in vielen kosmetischen Mitteln, in Zahnpastas und dergleichen, finden wir Minze. Wir finden aber auch in verschiedenen Fertigprodukten hinterher Minze. Und es gibt zwei Noten, diese frische Minze und die Pfefferminze. Das sind zwei unterschiedliche Sorten, sind aber die gleichen Inhaltsstoffe, nur die Konzentrationen zueinander sind ein bisschen unterschiedlich. Und gerade in den USA gibt es seit ein paar Jahren ein ganz großes Problem, auch aufgrund des Klimawandels. Und das ist Mehltau. Und der Mehltau führt dazu, dass die Minze nicht mehr gut riecht und nicht mehr gut schmeckt. Und die Verbraucher sagen, das ist, sie mogeln. Die Industrie würde mogeln, weil das, was eingesetzt ist in den Produkten hinterher, da wäre nie Minze drin gewesen. Das stimmte nicht. Es war einfach nur ein Mehltaubefall. Es war aber weniger geruchsaktiv. Und dann haben wir mit dem Industrieverband zusammen mal geschaut, was ist denn in der Literatur bekannt. In der Literatur waren ganz viele Inhaltsstoffe, flüchtige Verbindungen bekannt, die für die Resistenz gegen Mehltau verantwortlich sind und für den Geruch, für diesen typischen minzartigen Geruch. Und dann haben wir insgesamt über 1500 Proben bekommen aus den USA. Wir haben die komplette US-amerikanische Minz-Kernsammlung bekommen, die genetische Varietät komplett abdeckt und haben gestresste, nicht gestresste Varietäten gekriegt. Wir haben unterschiedliche Anbauregionen erhalten, wir haben unterschiedliche Kompartimente der Pflanze analysiert, von oben nach unten und wir haben neue Züchtungen bekommen. Und dann haben wir uns überlegt, wie kann ich diese Aromastoffe denn messen? Weil wenn Sie sich das hier angucken, das sind schon sehr viele. Und die Aromastoffanalytik ist nicht immer die allerschnellste. Und was wir komplett neu entwickelt haben, ist ein neues Analyseverfahren, was super schnell ist und was die Flüssigchromatographie nutzt, um diese flüchtigen Verbindungen auf einmal zu analysieren. Normalerweise hat man die Flüssigchromatographie ausschließlich für nicht flüchtige Komponenten genutzt und wir haben das erste Mal auch flüchtige Komponenten damit analysiert, sodass man hinterher Geschmacks- und Aromastoffe beide gleichzeitig analysieren kann. Und so ein typisches Chromatogramm, also eine Analyse von einer Einzelsubstanz in der Hälfte eines Blattes, sieht wie folgt aus. Und dann bekommt man solche Peaks und die Fläche unter diesen Peaks gibt an, wie viel von diesem Inhaltsstoff ist drin. Und das hat die Verena Peters super bei uns analysiert. Und wir haben hinterher neue Sorten gefunden, die pfefferminzartig und minzartig riechen und resistent sind gegen Mehltau. Und das sind die neuen Kreuzungen, die hier gefunden wurden, die jetzt eingesetzt werden und wirklich in den USA auf den Feldern ausgebracht werden für die Kaugummiherstellung, für die Mojito-Gläser, die da genutzt werden. Und das ist etwas, was auch gerade adaptiert werden soll und hier in Europa auch ausprobiert werden soll, ob diese Genotypen, diese Sorten hier genauso auch funktionieren. Und last but not least, wenn es darum geht, was machen äußere Einflüsse mit unserem Lebensmittel, möchte ich auch noch ein positives Beispiel zeigen.
Die Caroline Gutjahr, die ist heutzutage am Max-Planck-Institut in Golm, war vorher Professorin hier an der TUM und hat hier an dieser Stelle auch schon mal einen Vortrag gehalten. Und die beschäftigt sich mit abuscularer Mykorrhiza. Das ist eine Lösungsmöglichkeit, um im Endeffekt Pflanzen mit Nährstoffen aus dem Boden zu versorgen, weil AM ist ein Pilz, der dafür sorgt, dass mehr Phosphat, mehr Stickstoff, mehr Nährstoffe für die Pflanze aus dem Boden in die Pflanzen gelangen, über diesen Pilz. Gleichzeitig nimmt sich der Pilz Fettsäuren und Kohlenhydrate, um sich ebenfalls zu ernähren. Das sind sogenannte Symbionten. Man geht heutzutage davon aus, dass das eine Lösung ist, um die Gehälter von Ernteerträgen zu steigern. Und wenn man sich das anschaut, in Mais, in Reis, in Erdbeeren, in Tomaten, weiß man schon, dass damit die Ernteerträge gesteigert werden können. Das sagt aber nichts darüber aus, wie riechen und schmecken diese Lebensmittel denn hinterher. Wenn ich einen positiven Pilz zugebe, ich habe ja vorher immer erzählt, dass Stress Bitterstoffe bilden. Und da war die Frage, was passiert denn dann hier unten im Endeffekt, wie wird die Pflanze ernährt? Und werden hier zum Beispiel Bitterstoffe gebildet, ja oder nein? Und dann haben wir uns überlegt, wir analysieren gemeinsam hier auch mit dem LFL in Freising, mit der Gruppe von Frau Heuberger und dem Herrn Rinder, wie reagiert Süßholz? Weil Süßholz, kennt jeder vielleicht von Ihnen, wird genutzt, um Lakritz herzustellen. Süßholz wächst ja schon im Boden. Können wir die Ernteerträge erhöhen mit dieser abuscularen Mykorrhiza? Und wie schmecken die denn hinterher? Und wenn Sie hier die Ausbeuten sich mit, ohne AM und mit AM angucken, dann hatten wir super dicke von diesen Wurzeln. Und dies sind die, die auch hinterher eingesetzt werden zu dieser Lakritzproduktion. Jetzt kommen Sie aus Bayern. Die meisten von Ihnen mögen nicht so gerne Lakritz. Ich komme aber aus dem Norden, wie Sarah schon gesagt hat. Es ist so ein Nord-Süd-Gefälle ab der Donau, mögen alle gerne Lakritz, weil ich damit ein Belohnungssystem verbinde. Ich habe in meiner Kindheit häufig Lakritz bekommen, was süß schmeckt, was lecker schmeckt. Und deshalb mag ich gerne Lakritz. Für mich ist aber wichtig, dass es süß schmeckt. Dieser Lakritz-Eindruck muss gar nicht unbedingt sein. Es muss schön süß sein. Und die große Frage war dann erstmal, was schmeckt denn überhaupt in Lakritz und in diesen Süßholzwurzeln? Das heißt, wir haben wieder dieses Sensomics-Konzept angewandt, diese aktivitätsorientierte Fraktionierung, um überhaupt erstmal herauszufinden, was schmeckt denn in diesen Süßholzwurzeln. Und insgesamt, das hat der Christian Schmidt gemacht bei mir in der Gruppe, hat der 26 lakritzartig, süß und bitter schmeckende komplexe Verbindungen, sogenannte Saponine, gefunden. Das heißt, wir brauchen einen ganzen Blumenstrauß an verschiedenen Verbindungen, die hinterher sowohl süß, lakritzartig als auch bitter schmecken können. Und das konnte der Christian das erste Mal zeigen. Es gibt sogar Verbindungen, die nur nach Lakritz schmecken, die gar nicht süß schmecken. Und es gibt Verbindungen, die schmecken erst lakritzartig und bei höheren Konzentrationen auf einmal auch noch süß. Aber wenn ich mir jetzt, ich durfte mir ja was wünschen, es war ja mein Projekt, ich möchte ja Lakritz, die nur noch süß schmecken und weniger lakritzartig, nur noch so ein bisschen Lakritz, aber mehr süß, ja, war die Frage, wie kann ich das hinbekommen? Das heißt, wir haben zunächst erstmal geguckt in unterschiedlichen Sorten, in unterschiedlichen Kompartimenten, wie werden diese Geschmacksstoffe oder in welchen Konzentrationen liegen die vor, auch in den Süßigkeiten. Und dann konnten wir von diesen 26 isolierten und 2 synthetisierten Saponinen herausstellen, dass nur 2 dieser Saponine zur Bitterkeit beitragen. Ich will auf keinen Fall, dass meine Lakritz hinterher bitter schmecken. Ja? Das heißt, ich wusste schon, diese 2 Komponenten brauche ich hinterher nicht mehr. Und ich wusste, dass ich diese lakritzartigen Noten nicht unbedingt in den Vordergrund stellen will, sondern eher diese süßen Komponenten. Nicht alle dieser 26 isolierten Komponenten schmecken süß. Das war nur ein Bruchteil. Also wusste ich, das sind die Targets, da muss es hingehen. Davon brauche ich höhere Konzentrationen hinterher in den Süßholzwurzeln. Und zusammen mit dem LFL und der Gruppe von der Caroline Gutjahr haben wir unterschiedlich Lakritz angebaut. Und es hat sich hinterher gezeigt, dass wenn man Torf genommen hat und Lakritz eine gewisse Sorte wirklich angeimpft hat mit dieser abuscularen Mykorrhiza, haben wir die Ernteerträge hochgefahren
Und gleichzeitig hatte ich mein Saponinprofil, was gut schmeckt, was stärkere Süßnoten auch hinterher hatte. Ja. Und damit hoffe ich, dass ich Ihnen mit 4 Beispielen zeigen konnte, dass äußere Einflüsse hinterher einen Einfluss darauf haben, wie schmeckt und riecht ein Lebensmittel. Aber ich bin total positiv. Wir müssen nur die Sorten finden, die das nicht machen, die Genotypen. Und das ist mein großer Appell, das ist mein Wunsch. Die Züchtung ging in der Vergangenheit immer nur darin, dass große Ernteerträge erzielt werden. Mein großes Ziel ist, dass die Sachen auch noch gut schmecken und gut riechen in Zukunft. Ja? Und dass das mit berücksichtigt wird in diesen großen Studien. Und dafür bilde ich auch meine Studierenden hier am Campus derzeit aus. Und ich hoffe, dass die Mission auch ein bisschen weitertragen. Last but not least möchte ich mich bei meinem ganzen Team bedanken und insbesondere bei Tara Dang und Sebastian Bauer, die an den Kartoffelarbeiten vornehmlich gearbeitet haben, wie den Kooperationspartnern wie Hans Hausladen oder Ralf Hückelhoven, die die Infektionsversuche gemacht haben, den Kollegen vom Julius-Kühn-Institut, die an den Karotten gearbeitet haben, genauso wie Christian Schmidt, Timo Stark und Sapna Sharma, die die Analytik mit durchgeführt haben, Verena Peters, Thomas Hofmann und dem Team hier von Mars und der Rutgers University danke ich für die super Kooperation im Minz-Bereich und Caroline Gutjahr, ihrem Team, der Hedi Heuberger und dem Rudolf Rinder und dem Christian Schmidt und Verena Mittermeier für die super Arbeiten auf dem Lakritzfeld. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn ich hinterher noch Fragen beantworten kann. Vielen Dank.